Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Wie am Sonntag schon angekündigt, kommt heute mein Live-Test zu den neuen GOT2B-Produkten. GOT2B hat nämlich jetzt Make-up-Produkte rausgebracht, zusammen mit der eigenen Community. Ich habe mir so ein paar Produkte besorgt und fand ein paar davon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze jetzt mal zusammen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Als erstes habe ich eine Foundation von GOT2B getestet und zwar ist das die Oh My Nude Foundation. Und die habe ich in der Farbe 045 Neutral Sand mitgenommen. Die Packung fand ich am Anfang so ein bisschen, ich sag mal, gewöhnungsbedürftig. Ich finde, die sieht von außen jetzt nicht so hochwertig aus. Was ich aber sehr praktisch an der Verpackung finde, ist, dass mit jedem Pumpstoß der Boden so ein bisschen nach oben gedrückt wird, sodass das Produkt auch nach oben gedrückt wird und man das optimal aufbrauchen wird. Ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht, ob das wirklich alles hochdrückt. Aber ja, das wird wohl noch was dauern, bis ich das herausfinde. Und hier vorne steht auch drauf, dass die Foundation für ein mattes und natürliches Finish sorgen soll. Ich habe das Ganze dann mit einem Foundation-Pinsel von NYX Cosmetics aufgetragen. Mit diesem hier, das ist die Nummer 22. Der ist richtig toll, den kann ich euch sehr, sehr weiterempfehlen. Ich habe mir erstmal einen Pumpstoß auf meinen Handrücken gegeben und habe das Ganze dann erstmal mit meinem Finger auf mein Gesicht aufgetragen, beziehungsweise so ein paar Punkte auf mein Gesicht gemacht. Und danach habe ich das mit diesem Pinsel hier verblendet. Ich habe das eher mit so tupfenden Bewegungen gemacht. Die Foundation ist wirklich sehr, sehr dickflüssig. Am Anfang hat sich das auch eher so angefühlt, als würde ich so ein bisschen, ja, so was Fettiges auf meine Haut auftragen. Es hat sich sehr, sehr dick angefühlt. Am Anfang dachte ich auch so, ob das was wird. Aber sobald die Foundation die Körpertemperatur angenommen hat, fühlt sich das Ganze ganz normal an, super angenehm. Jetzt spüre ich die Foundation überhaupt nicht mehr. Die ist wirklich sehr, sehr schön deckend. Hier auf der Packung steht auch drauf, dass das eine aufbaubare Foundation ist, die eine mittlere bis starke Deckkraft haben kann. Das kann ich absolut bestätigen. Also die Deckkraft ist super schön. Also ich habe ja einen Pumpstoß genommen. Das hat mir jetzt vollkommen gereicht. Die Deckkraft war da schon sehr hoch. Und ich habe dann hier und da an der Nase noch mal so ein bisschen nachgenommen von meinem Handrücken und da wurde die Deckkraft dann wirklich auch sehr, sehr gut und einfach erhöht. Das Finish von der Foundation, das könnt ihr jetzt auch noch sehen, ist wirklich schön matt, aber nicht so, dass es so leblos matt aussieht, sondern ja, die Haut, die strahlt wirklich immer noch so ein bisschen und mir gefällt das Finish davon sehr gut. Also ich bin hier sehr positiv überrascht. Ich habe auch nichts abgepudert oder so und ja, die werde ich auf jeden Fall weiterhin testen. Aber der erste Eindruck ist wirklich richtig gut. Danach ging es weiter mit diesem Concealer. Das ist der Light Me Up Concealer in der Farbe 060 Sandstorm und der soll eine aufbaubare Deckkraft haben und feuchtigkeitsspendend sein. Ich habe das Ganze dann einfach mal unter meine Augen aufgetragen, also ich habe mir da einfach so ein paar Striche hingemalt und habe das Ganze anschließend mit einem angefeuchteten Make-up-Schwämmchen verblendet. Das hat super gut funktioniert, man konnte den sehr, sehr gut verblenden, das ging richtig einfach. Der ist sehr gut mit der Foundation verschmolzen und hat auch sehr gut abgedeckt. Ich musste nichts mehr nachnehmen. Also der war wirklich schön deckend. Hat mir auch sehr gut gefallen. Auch den habe ich nicht gesettet. Und ihr könnt das ja jetzt auch nochmal unter meinen Augen sehen. Also es ist jetzt so ungefähr eine Stunde her, dass ich das Make-up gedreht habe. Obwohl, ich gucke mal auf die Uhr. Mittlerweile sind es 1 Stunde und 26 Minuten. Und es ist bisher nichts in die Fältchen gerutscht. Sogar, ja okay, hier oben ist so ein ganz, ganz kleines bisschen in mein Augenfältchen gerutscht. Aber mein Gott, das kann man ganz einfach wieder mit dem Finger verblenden. Und ja, mir gefällt das Ergebnis davon ebenfalls sehr, sehr gut, genau wie bei der Foundation. Und da kann ich auch bisher nur Positives zu sagen. Heute habe ich tatsächlich fast die Videoaufgabe vergessen. Und zwar würde ich einfach gerne von euch wissen, ob ihr schon Produkte von GOT2B getestet habt. Und falls ja, ob ihr die Sachen gut oder schlecht fandet. Dann können wir uns gerne mal in den Kommentaren austauschen. Und ich mache jetzt weiter mit dem nächsten Produkt. Kommen wir aber jetzt zu meinem absoluten Lieblingsprodukt von diesem Live-Test. Und zwar ging es weiter mit den Augenbrauen. Und da habe ich dieses Augenbrauengel hier verwendet. Das ist das Glued for Brows Brow Gel. Und ich zeige euch mal den Applikator.
Alligator aus nächster Nähe. Von der einen Seite hat der sehr kurze Borsten und von der anderen Seite so bauchige, längere Borsten, die in der Mitte länger sind als außen. Und ich habe eher die kürzere Seite verwendet und bin da über meine Augenbrauen drüber gegangen. Da kam recht viel Produkt raus, was mir sehr gut gefallen hat. Also ich konnte meine Augenbrauen sehr gut in alle Richtungen kämmen. Und wenn ich gemerkt habe, dass ich so ein bisschen zu viel genommen habe, dann bin ich mit der längeren Seite nochmal drüber gegangen und habe dann wieder so ein bisschen abgenommen und konnte meine Augenbrauen noch so ein bisschen verschieben, wie ich das gerne wollte. Danach habe ich das antrocknen lassen und das Ergebnis gefällt mir richtig gut. Ich muss auch ehrlich sagen, bei diesem Produkt hier konnte ich nicht abwarten. Ich habe das jetzt schon zweimal verwendet über den ganzen Tag hin und das ist für mich wirklich mit Abstand das allerbeste Augenbrauengel, was ich jemals getestet habe aus der Drogerie. Und das ist für mich bisher, also ist jetzt das dritte Mal, dass ich das anwende, aber bisher ist das für mich sogar ein Dupe zu einem teuren High-End-Produkt. Werde ich weiterhin testen, werdet ihr dann je nachdem nochmal in einem Dupe-Video von mir sehen. Und ja, die Augenbrauen bleiben auf jeden Fall den ganzen Tag an Ort und Stelle. Und wie gesagt, auch dieses Produkt finde ich mega cool. Wie ihr gemerkt habt, finde ich bisher jedes Produkt richtig toll. Mit diesem hier geht es genauso weiter. Da war ich am Anfang sehr, sehr skeptisch und dachte mir, soll ich das wirklich mitnehmen? Ich glaube, dieses Produkt kostet ungefähr 8 Euro. Das ist das Cheeky Lids. Das ist ein Lippen- und Wangenprodukt. Also man kann das als Lippenpflege verwenden und auch als Blush. Und ja, solche Produkte finde ich meistens nicht so gut. Die sind meistens nicht so gut pigmentiert oder man kann sie nicht so leicht verblenden auf den Wangen, sodass das dann irgendwie schmierig aussieht. Aber dieses Produkt ist richtig toll. Also auf den Lippen hat es einfach nur so eine leichte Farbe abgegeben, hat sich sehr angenehm angefühlt. Und auf den Wangen fand ich es noch besser. Also ihr könnt es ja jetzt noch so ein bisschen sehen. Ich habe nicht viel Produkt verwendet, habe so ein bisschen was auf meine Wangen gegeben, habe das dann mit meinem Finger verblendet. Und ich finde einfach, das hat die perfekte Menge an Farbe abgegeben. Das ist richtig schön pigmentiert, hat so leichte Schimmerpartikel mit drin, sodass es auch so leicht gehighlightet aussieht. Also ich habe da jetzt keinen Highlighter zusätzlich aufgetragen. Es fühlt sich auch sehr angenehm an, also man spürt das Produkt jetzt nicht auf den Lippen, weil normalerweise, wenn man so Lippenprodukte auf seine Wangen aufträgt, dann fühlt sich das so schwer und klebrig auf den Wangen an und hier ist das überhaupt nicht der Fall. Also meine Haare bleiben hier jetzt auch nicht kleben oder so und ja, auch hier wieder Daumen hoch für dieses tolle Produkt. Kommen wir jetzt zu einem Produkt, was mir nicht ganz so gut gefallen hat. Und zwar ist das hier ein Eyeliner. Das ist der Two Hit Wonder Strap Liner. Der hat auf der einen Seite einfach einen normalen Filz-Eyeliner, der wirklich schön schmal ist und auch nicht so beweglich ist, sodass man damit schöne, präzise Linien zeichnen kann. Und auf der anderen Seite ist ein Stempel, womit man sich dann so ein Wing aufstempeln kann. Normalerweise finde ich das echt praktisch. Hier gefällt mir die Umsetzung nicht ganz so gut. Denn der Stempel-Wing ist auch direkt auf so einem runden Stempel draufgesetzt, sodass, wenn man zu feste drückt, man da direkt so einen Kreis sich drauf drückt. Und das finde ich ein bisschen blöd. Und der Wing könnte auch ein bisschen größer sein. Die Farbabgabe ist auch nicht ganz so gut. Also das sah so ein bisschen, ja, gepunktet aus erstmal, weil das halt nicht so intensiv war. Aber ich konnte das Ganze mit der Filzmine dann noch recht gut ausbessern. Ich finde, das Produkt könnte man noch verbessern. Also hier den Wing, da sollte man vielleicht noch so ein bisschen dran arbeiten, dass ja, der Stempel einfach so ein bisschen anders aufgebaut ist, dass das vielleicht nur ein Wing ist und dass da auch ein bisschen mehr Produkt abgegeben wird. Auch bei der Filzmine war es so, dass die relativ schnell trocken wurde, je länger ich ja, hier rumgemalt habe. Da musste ich das zwischendurch mal so ein bisschen schütteln, je nachdem mal so ein bisschen draufdrücken, damit da wieder ein bisschen Farbe nachkam. Von daher, den würde ich mir ehrlich gesagt nicht nochmal neu kaufen. Ich finde, da gibt es bessere Stempliner. Dann ging es weiter mit Mascara und da habe ich die Too Sexy Fullness Mascara. Die hat zwei Ausgänge für die Mascara, sage ich mal. Man kann die Mascara entweder hier oben rausholen und dann wird mehr von dem Produkt abgestriffen, sodass man angeblich einen natürlicheren Look erzielen kann. Oder man kann die Bürste hier unten rausholen. Dann ist da mehr Produkt an der Bürste und dann kann man einen dramatischeren Look tuschen. Der Natural Look hat bei mir nicht so gut funktioniert. Für mich persönlich wurde dann zu viel Produkt abgenommen, sodass ja, meine Wimpern nicht wirklich getuscht werden konnten. Ich finde, das hätte man so ein bisschen anders machen müssen. Vielleicht, dass oben so eine schmale Silikonbürste rauskommt und unten dann halt die Bürste, die gerade da ist. Das Problem ist auch dadurch, dass dieser, wie sagt man das, dieser Stiel hier,
dann wirklich sehr beweglich ist, ist es auch so ein bisschen blöd, sich damit die Wimpern zu tuschen. Also dann kann man schneller mal abrutschen. Allerdings, wenn man hier diesen dramatischen Look verwendet, dann funktioniert das super gut. Für die eine oder andere Person könnte da vielleicht ein bisschen zu viel Farbe runterkommen. Ich persönlich mag das ganz gerne und bin dann recht gut damit klargekommen. Das Bürstchen ist sehr bauchig, das heißt, nach innen hin werden die Borsten einfach so ein bisschen länger. Und ich fand das so ein bisschen, ja, anders, sich damit die Wimpern zu tuschen. Also ich mag es lieber, wenn die Borsten nach innen hin so ein bisschen kürzer werden. Hier war ich dann so ein bisschen skeptisch, ob das dann wirklich funktioniert. Ich musste sehr, sehr oft über meine Wimpern drüber gehen. Aber das Ergebnis ist wirklich sehr schön geworden. Also da muss ich mich wahrscheinlich einfach nur an den Applikator gewöhnen. Und die finde ich auf jeden Fall gut. Wie gesagt, könnte man das hier oben so ein bisschen anders lösen. Aber das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dann habe ich noch ein weiteres Lippenprodukt verwendet. Und zwar den Mattified Lipstick. Und den habe ich in der Farbe Sexy AF hier. Und das ist so ein, ja, dunkler Rotton. Ich finde, der sieht echt ganz cool aus. Hier steht auch noch Speak Up. Und hier ist noch das Schwarzkopfzeichen mit reingedrückt worden. Das sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Wenn man das Ganze auf die Lippen aufträgt, dann fühlt sich das sehr, sehr pudrig und samtig an, also sehr angenehm. Ich kann meine Lippen auch immer noch sehr gut hin und her bewegen. Das Produkt ist sehr hoch pigmentiert, ist sehr schön matt und auch die Farbe ist schön satt. Der einzige Minuspunkt, den ich hier nennen kann, ist, dass das Produkt riecht einfach überhaupt nicht gut. Ich finde, das riecht so, wie soll ich das sagen, also so nach Chemie. Vielleicht so ein bisschen nach Gummi oder so, es ist schwer zu beschreiben. Vielleicht hätte man den Lippenstift so ein bisschen parfümieren können oder vielleicht so ein bisschen Geschmack mit beimischen können. Das hätte mir persönlich besser gefallen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall ein guter Lippenstift. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwelche von diesen Produkten schon mal getestet habt. Und falls ja, was ihr davon haltet. Ansonsten freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn wir uns ganz bald wiedersehen, macht's gut. Ciao.